La 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 la. So, so stellt sie schon mal neben den Zwerg. Und halt schon mal der Elf hinten. Beziehungsweise Stirb! Dieb. Erstmal ein Dieb. Darf jetzt aber noch nicht zusammenbrechen. Okay. Jetzt überlegen. Jetzt wenn er dran ist und sie dran ist, dann gibt es nochmal zwei Angriffe. Und ich glaube, das bricht bei denen schon zusammen. Das heißt, ich müsste die wegbekommen. Ich glaube, das war viel. Komplett. Orks, bei Chrom, wir werden ihnen den Arsch versohlen. Ja, Oggi macht das jetzt schon. Oggi ist nicht dran, sehr schön. Sehr, sehr gut. Kommt auch nicht ran. Trinkt jetzt mal einen Heiltrank, weil es auf der Hälfte runter seiner Lebenspunkte. Okay, wenn die aus dem Eis kommen, machen sie keine Musik. Das ist gut. Das ist richtig gut. Hier daneben. Hallo. Hallo. Ja, eine kurze Heilung. Aber auf wen? Warte. Du kannst bestimmt Fernkampf. Ja. Dann aber auf den. So, Dieb ist dran. Auch der Dieb bleibt mal kurz hier. So, ich habe einmal eine Rundheilung, sodass ich alle einmal heilen könnte. Ich hoffe, der läuft nach rechts, aber ich bezweifle es. Ja, die Hand. Okay, jetzt erst der Ranger dran, der stellt sich dann gleich neben dem Barbar. Wenn der Barbar dran ist, sind das zwei Angriffe. Dann ist die Elfe dran und dann platzt das Ding bei ihm. Jetzt kommt seine Musik. Stellt sich hier gleich daneben. Na. Grüne Häute geben super Trommelfälle ab. Paladiner, das heißt, die zwei spielen dann Musik drauf. Nach Paladiner ist dann der Elfe dran. Da spielen dann alle drauf und dann müsste es platzen. Dann hätte ich dann drei Angriffe oder so. Die ich dann nehmen könnte. Auf die hier bin ich. So, okay. Mehr als Distanz kann ich erstmal nicht machen. Ja. Das sitzt immerhin. Ogre und Wut. Ogre sprintet, okay. Wieso doch der nochmal? Ach, bewusstlos. Schöne Scheiße. Was für ein seltsames Geräusch. Ja, das meine ich, so ein Käse. Aber trifft alle. Das Problem mit Goblins ist, dass sie immer nur im Plural existieren. So, Elfen wird wohl auferstanden. Damit kriege ich nicht die Gesamtheilung an alle. Zumindest erstmal hier im Nahkampf mit denen. So, sein Dings platzt jetzt. Aber sie kommt nicht ran. Nein, nein, das kann nicht sein. Entropie ist super. Gucken, wo ist er?
nein. Doch, doch, doch. Es kommt ran. Damit. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Sehr, sehr schön. Damit habe ich noch 1, 2, 3 Angriffe. 4, 5. Theoretisch 5 Angriffe noch. Und wenn alles sitzt, nur wenn, könnte das richtig dolle wehtun. Glitschig wie ein Stück Seife. So, okay. Wir müssen ran, wir müssen ran, wir müssen ran. Feuerball macht bis 95 Schaden. Ich darf den Weg auf dem Dieb nicht verhindern. Feuerball. 101%. 101%. Er darf nicht ausweichen. Come on. Kritischer Fehler! Ach, du bist eine bekloppte Nuss. Schön, dass du den heilst. Ach, du blöde Kuh. Warum? Meine Fresse. 69 Schaden. Das macht am meisten. Angriff von noch was. Flieg weg! Jetzt haben wir wieder da im gelben Bereich. Mann, 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 Mann. Warte, okay, wartet mal ab. Okay, wartet mal ab. Ach, das ist ja... Nein! Nicht die Elfe. Ich bin dran. Nicht die Elfe, die war wichtig. Okay, Oki muss dann der Elfe helfen. Das hat gar nicht wehgetan. Ja, klar. 100 Lebenspunkte weg. So, wir haben den Schlag, wo viel man drauf hauen kann. Das sind ungefähr 100 Lebenspunkte. Vorsicht mit den Büchern. Immer drei Angriffe, 3 von 4 kamen durch. Das war okay. Holt die Elfe zurück hier. Nee, warte, 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 warte. Wann ist er dran? Okay, nachdem der dran war, hole ich dann die Elfe dann zurück. Bis dahin gibt es jetzt Backpfeifen, ja. Orks sind gefährlich. Wir brauchen eine gute Strategie. Der ist jetzt im Nahkampf. Das ist gut. Immer 70. Kommt noch mehr Verstärkung rein. Das ist einfach zu verführerisch. Haha, mich kriegst du nicht. So, kommt wieder mit seiner Unverwundbarkeit. Ich müsste mich neben ihn stellen, das schaffe ich nicht. Jetzt kommt als nächstes als Verstärkung rein. Ein Huhn. Okay, Huhn ist okay. Ah, so eine Kutsche. Okay, wir können den Fernkämpfer erstmal definitiv ausschalten. Kennt ihr den Witz von dem betrunkenen Ork? Wenn Oki dann dran ist, dann hat er zumindest 2 Musikstücke. Ey, was sie für Ausweichen haben, das ist doch der Wahnsinn. Aber die kriegen kritische Treffer, kriegen sie ohne Ende. Oh. Nicht down. Warte, letzter Stand. Stellt die Lebenspunkte wieder her und heilt eine Gruppe von 6 zufällig ausgewählten Charakteren. So, alle geheilt. Mehr oder weniger. Angriff von hinten. Kaufen wir auch. Ein Doppelpack. Dann wäre zumindest vielleicht einer raus. Dann hätte ich plus minus 1. Tod in Greenheim. Jawohl, so, damit haben wir schon mal eine Plus-Minus 1 für das, was hier reinkommt.
So, sie ist dran. Sie kann in dem Sinne gar nichts, bis auf... Kugeln kann sie. Immer in Fernkampfkugeln hier, damit der da hinten ein bisschen... Ich habe keine Lust hier auf den Nahkampf hier von ihm. Wenn der Dieb dran ist, machen die zwei dann noch Musik. Das heißt, die bleiben ja stehen. So, der brennt, das ist gut. Ich muss die Elfe heilen. Ganz, ganz dringend. Und ich muss den Barbaren heilen. Ist vielleicht dringender. La 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 la. Du Sack voller Ziegenscheiße! Da ist der Zwerg dran, da ist der Zwerg dran. Okay. Komm mir nicht so nahe. So, wenn der Zwerg dran ist, sind das nur zwei von den Dingern. Heilen kann ich nicht. Aber ich kann zumindest kugeln. Das sind immerhin zwei. Sie hat genügend Lebenspunkte. Feuervögel! So, die brennt, das ist gut. Drei Angriffe. So, Zwerg ist dran. Braucht den Gegenschlag, komm an. Alles von den Beinen holen hier. Der Elf muss dann ganz schnell hinten dann vor und den dann hinten dann retten. So weit wie möglich. Verdammte Kutze! Die sind so hässlich. So, er ist am Zug mit der Nacht der Elfen. Er hat Nahkampf. Wenn er sich bewegt, könnte vielleicht mit etwas Glück. Haha, friss meine Astralenergie! Immer ein bisschen. Hoffentlich kommen die Elfe da oben ran. An ihn, aber ich bezweifle es. So. Wie weit komme ich damit? Wenn ich hier bin, würde ich ihn heilen. Wenn ich hier daneben stehe, wären das zwei Angriffe da drauf, könnte ihn aber nicht heilen. Bitte komm daran, bitte komm daran. Koste es, was wolle. Jawoll. Komm dran. Baba erlebt schon mal den nächsten Zug. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. So, es kommt hier ein Huhn und. Also, erstmal noch kurz Musik. Ah, schon fast geplatzt. Sehr schön. So. Verstärkung haben wir ganz gut aufgeräumt. Dachte ich, weil da kommen nämlich noch mehr. Und darunter ist was, was ich hier. Oh, krieg schon. Oh, da ist ein Priester, der heilt. Bitte, bitte, heile nicht den Magier. Ich flehe dich an, koste es, was es wolle. Nicht den Magier heilen. Okay, so richtig angreifen kann ich hier nicht. Aber ich kann mich neben ihn stellen. Dann wären das zumindest drei Angriffe da drauf. Der heilt. Ich hasse Orks. Die sind ja noch hässlicher als Zwerge. Das sind jetzt vier Mann, die jetzt Musik machen. Ist sie weiter dran? Oh, hier, wie weit er rennt. Magie widerstanden, sehr gut. Ich hätte den ausschalten können. Was für ein seltsames Geräusch. Nein, nein, das kann nicht sein. Okay. Kopie ist super. So, letzter Angriff, letzte Chance. Holli, holli, holli. Es sind ja nur 185 Lebenspunkte, die wir da runterziehen wollen. Wir konzentrieren alles auf ihn. Sie kommt nicht ran, sie kommt nicht ran, sie kommt nicht ran.
56%, oh Gott. Das ist doch nichts. Komm schon, ein bisschen Glück. Ja, warum auch? Wenn es jetzt daneben geht, kann ich das alles neu starten. Okay, ich habe noch die Magierin und ich habe noch die Elfer. Ich hatte die Elfer. Ach, komm schon, das ist nicht fair. Es muss ja kritisch sein. Ich hoffe, dass die jetzt hier knapp 100 und Schaden macht. Bitte nicht, bitte nicht. Passt. 64. 84. Komm schon, komm schon. So, er ist auf 54 Lebenspunkte, das ist sehr schön. Holen wir schnell die Elfe wieder. Würde ich sie dann am Ende dran? Oh, Tränke schmecken fies. Ah, okay, hätte ich das machen können. Das ist egal. Gut, du wartest mal bis zum Schluss. Ja. Da fällt mir gerade ein, das sind jetzt noch drei dazwischen dran. Nicht auf die Elfe, nicht auf die Elfe. Und bumm, diese Kapuze hättest du wohl gern. Ey, hoffentlich heilt er den jetzt da oben nicht. Ich bin dran. Das wäre jetzt so fies, wenn er den heilt. Okay. Es ist Showtime! Nicht heilen, nicht heilen. Egal wie, warum es wegen, nicht heilen. Das ist okay. Gut. Ein Schaden. Ich habe den Dieb, ich habe die Elfer. Zusammen müssen die 50 Punkte schaffen. Nicht mehr. 50. Punkte. Mehr will ich von dir auch nicht. 37 Punkte. Das wäre ein Gegenschlag, den wollen wir nicht riskieren. Der letzte Schuss, der letzte Schlag, der letzte Zug. Mit diesem Ding. Das hier vorne wären 60, 46 bis 60, wenn die daneben geht. Es darf nicht daneben gehen. Kein Miss. 136. Ich habe minus 5 diverse Strafen. Come on! Come on! Gute Strategie von mir. Easy. Ich heile trotzdem alle, nur vorsichtshalber. Der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Alter, das war jetzt aber ganz schön. Closer. 93.000. Entscheidend, dass ich. Erstmal durchatmen. Es war verdammt knapp. Also das war jetzt einer der härtesten Fights, wenn nicht gerade der härteste Fight ever. Okay, weiter. Okay, ist ja schon gut. Nehmt euch die Scheißstatuette. Sie ist bei den anderen im Schrank. Bei den anderen Statuetten? Ich habe die letzte Statuette von Zbulov, die Statuette von Razgavat, den verfluchten Götzen des Huizmal-Tempels. Es gibt ein Exemplar von jeder prophezeiten Statuette. Natürlich, irgendwie muss man die Abenteurer doch herlocken. Von was soll ich sonst leben? Gladelfeuerer ist die Grüne. Wartet! Leck mich, ich warte nicht! Halt's Maul! Gut auf der Lunge. Was meinst du mit schon wieder ein schlechtes Gefühl? Hier sind die Statuen. Oha, was war das denn? Ach, Mist, das war wohl ein kritischer Fehlschlag. Er hat sich einen Kinnhaken von Masroks Feuerfalle eingefangen. Aber wo ist der Dieb? Er ist der kleine Haufen Asche da, vor dem Schrank. Aber heißt das, er ist tot? Er hat Verbrennungen des 28. Grades erlitten. Das hat der Klugscheißer davon. Nach Alun
unseren Abenteuern. Nach all der Zeit, in der wir gemeinsam durch die Kerker gezogen sind, verschwindet er einfach so. Und schon wieder geht die Heulerei los. Sangda, das ist deine Schuld. Nein, ist es nicht. Ich habe euch versucht zu warnen, aber ihr wolltet nicht hören. Dafür wirst du büßen. Nicht so schnell, meine lieben und absurden Freunde. Was? Dieser Schwachkopf von eben? Hier wird niemand mehr getötet. Was wollen Sie denn jetzt? Es ist meine Aufgabe, eine stabile Zeitlinie wiederherzustellen. Eine, die möglichst nah an dem dran ist, was ohne Losax passiert wäre. Es gibt also einiges zu reparieren. Werden Sie den Dieb wiederbeleben? Nicht wirklich. Ja, und noch die Straße. Sein Abgang kommt uns eigentlich gelegen. Andererseits habt ihr eine viel zu hohe Stufe erreicht. Was? Aber wir haben so einiges überstehen müssen. Ja, und ich habe Socke erraten. Wir haben Monster getötet. Spielt keine Rolle. All das ist das Ergebnis einer Zeitschleife, die laut den Regeln für den Stufenfortschritt von Abenteurern illegal ist. Man könnte das auch als Cheat bezeichnen. Was? Darum muss ich euch herabstufen. Was? Leck mich. So eine Scheiße. Das ist schlichtweg skandalös. Außerdem habt ihr viel zu viel Gold und magische Gegenstände. Was? Wenn der mein Gold anfasst, ist der Hundefutter. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was? Mist, das sind diese Zauberer. Oh. Krumm. Oh, scheiße. Aber was? Was macht ihr denn hier? Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Schuldner des Kerkerfonds sind. Irgendwas mit Tantiemen, die jahrzehntelang nicht bezahlt wurden. Im Wert von 800.000 Goldmünzen. Der Kerkerfonds hat uns an den Eiern. Nichts Persönliches. Ich könnte euch die ausgeschmückte Version erzählen, aber mir ist nicht danach. Wenn wir uns also weigern, ihm zu helfen, gibt es keinen Käse mehr. Da fällt uns die Wahl leicht. Könnten wir sie nicht in meine Verliese werfen? Jetzt hör mal auf, klug zu scheißen. Sie haben uns gerettet und dann in einem fairen Kampf bezwungen. Sie werden die Statuette mitnehmen. Ich werde Rache nehmen und sie wird grausam sein. Gut. Und obendrein sorge ich dafür, dass sich niemand mehr daran erinnert, was geschehen ist. Ein guter Gedächtnislöschzauber und dieses bedauernswerte Abenteuer wird schön in Vergessenheit versinken. Du meinst, es wird im leeren Schädel der Elfin versinken? Blöder Steinbeißer! Rübengesicht! Ach ja, und ich hatte Socke erraten! Ah, endlich ist es vorbei. Übrigens, wenn wir auch das Gedächtnis des Spielers löschen könnten, steigern wir den Wiederspielwert, oder? Fantastisch! Ich rufe sofort die Marketingabteilung an. Aber ich habe trotzdem Socke erraten. Hey, Socke! Socke! Verdammt! Socke! S-O-C-E! Nein, S-O-C-K-E! S-O-C-K-E! Socke! 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 Obi, wenn es hier vorbei ist, gehe ich mal kurz runter und mach mal ganz kurz mit. So, dann ist da Ruhe. So. Ist das jetzt wirklich das Ende? Kann ich mir nicht glauben. Der Dieb ist tot? Es geht nicht. Doch? Das war's? Wir sind durch! Ein sehr interessantes, sehr geniales Spielchen, muss ich schon sagen. Also mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Taktisch sehr herausfordernd, gerade der letzte Kampf. Ich habe echt ein bisschen geschwitzt, bin ich ehrlich. Also war böse. War sau cool. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil der Dieb jetzt tot ist. Der Dieb, der war die ganze Zeit auf sein Leben aufgepasst. Und war weg. Schade. Trotzdem sau cooles Spiel. Heiltränke ohne Ende. Mein Lieblingshassgegner drin, der Barmann an der Taverne. Was der für Gold wollte. Sau cooles Game. Versuch noch DLC oder Teil 2. Ich glaube, hier gibt's sogar ein anderes Ende. Ich glaube, der Dieb kann auch überleben. Weil gab hier Entscheidungen. Müssen die irgendwas beeinflusst haben. Hätte ich das bestimmt anders beeinflusst, wären die wahrscheinlich ja nicht dahin gekommen und dann. Ich habe ja von den einen Excalibur habe ich ja behalten. Hätte ich ihm vielleicht mal zurückgeben sollen. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass er als DLC. Alles in allem, ich bin begeistert, weil die haben mit wenig Areal eine richtig coole Geschichte hingezaubert. Alles durch den Kakao gezogen, was man da durchziehen kann. Humor war richtig cool. Ab und zu ein bisschen überspitzt, ein bisschen, ja, aber ansonsten war chillig. Ich glaube nicht, dass es das Ende ist, da kommt noch was. Bestimmt so Rang 2, geh und rette den Dieb oder so. Weil da war ja eine Tür, die habe ich ja nicht gar nicht aufgekriegt. Oder war das die Tür zur zweiten Etage? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas kommt noch, ich weiß es. Ich hoffe. Oder Village RCO Producer.
Schade. Also, wenige Spiele trauen sich das, was die sich getraut haben. Auch mal cool gemacht. Für ein RPG. Rund 30 Stunden Spielzeit. Ich fand's witzig. Ich fand's cool. Was sagst du, Olli? Du hast ja zu 90% mitbekommen, das Spielchen. Deine persönliche Meinung? Die 6 deutsche Sprecher, hä? Hab ich auch nicht drauf geguckt. Halt... Also wenn es nur 6 deutsche waren, dann muss ich sagen, die habe ich so in-game nicht wiedererkannt. Bei immerhin 9 spielbaren Charakteren, ich hatte ja nur 6. Also die Paladiner. Also sind ja halt die 6 Typen plus halt die 3 anderen. Plus die Charaktere, die die Gegner waren. Plus die Charaktere, die halt mit Dialekt aufgetreten sind. Habe ich nicht drauf geguckt, bin ich ehrlich. Aber ist cool. Fand das Spiel witzig. Ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. So mit so Endless Dungeon, unendlich Loot und weiß der Geier was. Weil das ist ja das, was ich so suche, so als Spiel. So ein Hook-like, so unendliches Dungeon, unendlich Loot, wo ich so rundentaktisch da durchgehe. War aber trotzdem witzig, war cool. Ja, stellt mich jetzt auch vor eine Frage. Was spielen wir jetzt? Iron Harvest! Warte, ich muss mal die Zeit so aufschreiben. Weil ich spiele das dann wieder in einer halben Stunde und schmeiße das dann auf YouTube, falls das mal jemand gucken kann. Du weißt? Oben die Paladine war cool. Also ich muss sagen, Paladine waren eine richtig gute Entscheidung, die mitzunehmen. Ich wollte erst unbedingt die Priesterin, weil der Barter, der war irgendwie useless. Ja, aber machen wir da jetzt Story oder machen wir da Ranked? Das ist die große Frage. Weil Story dauert lange, sehr, sehr lange.